Freunde, was geht ab? Ich habe hier einen richtig geilen Deathrun gefunden. Er handelt um Pandora. Sollte jedem was sagen, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Pandora kennt. Zum Beispiel aus Avatar gibt es Pandora. Es gibt aber auch die Büchse von Pandora. Es gibt mehrere Pandora-Sachen. Es sieht einfach wunderschön aus. Ich würde da gern wohnen. Like gerne dieses Video. Abonniert mich, Freunde, falls ihr es noch nicht getan habt. Mit dabei ist heute Milkan. Und ich weiß nicht, wie stark oder schwer oder schwach dieser davon ist. Das werden wir zusammen herausfinden. Ich weiß nicht, was Pandora ist. Komm. Weißt du nicht? Nö. Pandora ist so sozusagen eine neue Welt, die entdeckt wurde. Und da wird halt so eine neue Menschheit aufgebaut, weil die andere die Menschheit, die Erde ausgenutzt hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also so ein auf den, das ist so... Aber Freunde, bevor das Video losgeht, das heutige Video ist gesponsert von Buff. Freunde, Buff ist ein Programm, was vertrauenswürdig ist und im Hintergrund einfach läuft, wenn ihr euch das downloadet für den PC oder für euer Mobile-Gerät. Es verbraucht ganz wenig Leistung, Freunde, und ihr kriegt Punkte. Umso länger das Programm läuft, einfach beim Zocken, Freunde, und könnt das Ganze für euer Lieblingsgame, wie zum Beispiel CSGO, Minecraft, Fortnite, Valorant, sogar für Clash of Clans und Clash Royale, Freunde, kriegt ihr Punkte, die ihr einlösen könnt und damit euch Premium-Sachen kaufen könnt. Ganz wichtig für euch, Freunde, für Fortnite könnt ihr euch sogar V-Bucks holen und ihr müsst nichts dafür machen, außer zocken. Also, Freunde, ihr kriegt fürs Zocken Geld, was will man mehr? Die App gibt es auch für euer Mobile-Gerät. Gerne raufgehen und runterladen. Und ganz wichtig, ihr könnt Ingame-Erfolge erzielen, Freunde, und damit kriegt ihr nochmal Buff-Points obendrauf. Deswegen, Freunde, downloadet euch die App und registriert euch direkt und schaut euch die Erfolge an. Für die Leute, die Angst haben vor Programmen, Freunde, dieses Programm ist gepaart mit Overwolf und Overwolf ist auf jeden Fall vertrauenswürdig, Freunde. Ich benutze es selber auch für League of Legends, deswegen braucht ihr da keine Angst haben und performancemäßig zieht es ganz wenig, Freunde, das werdet ihr nicht merken. Freunde, unten ist ein Link in der Beschreibung, downloadet euch Buff und registriert euch. Schreibt euren Username unten in die Kommentare mit Hashtag DownloadBuff und ich werde jemanden aussuchen, der 500 Buff-Coins auf Nacken bekommt, Freunde. Ganz wilde Sache, dann könnt ihr direkt schon einlösen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Jetzt würden wir auf den Mars fliegen und da ist alles grün und dann nennen wir das Pandora, weil das wild ist. Ja, wunderschön, Freunde. Habe ich so random gefunden. Und sieht richtig cool aus. Und irgendwie soll man hier auch Quests erledigen können. Und ich weiß, weißt, keine was Ahnung. Was unlogisch für mich ist, man kann einfach nicht rein. Man kann da nicht rein? Nein. Ich wollte es ausprobieren. Hä, wieso bist du da umgegangen? In diese großen Dinger kann man nicht rein. Ich bin doch gerade reingefallen. Nein, du bist da in diese Dinger. Hier kann man einfach rüberlaufen. Deswegen auch immer. Warum trollst du mich so? Ich hab dir 100% vertraut. Weißt du, so kennst du diese Vertrauensspiele, wo man sich so nach hinten fallen lässt? Ich wäre so alleine rumgefallen, rumgefallen. Oh, was müssen wir machen? André! Digga, ich hab Trickshot gemacht. Das war wild. Okay. Freunde, das Ding ist, ich muss sagen, Deathruns werden mit Creative 2.0 nochmal ein ganz anderes Level erreichen. Weil Fortnite hat mit Deathrun schon eigentlich ein neues Level erreicht, weil es gibt keine besseren Parcours, sag ich mal, in dem Spiel. Außer halt richtige Spiele wie Mario und so, ne? Da ist nochmal was anderes. Aber ich meine, so als Side-Game finde ich, Fortnite Deathruns sind schon sehr wild mit den Fallen und so, die getriggert werden und alles drum und dran. Oder was sagst du, Milkan? Gibt es irgendwie ein besseres Deathrun-Game? Außer nicht, dieses, ne? Mirror's Edge Blau und so, aber das sind halt Games, die darauf komplett ausgelegt sind. Genau. Aber so als das Ding ist, ich muss sagen, Fortnite macht schon vieles richtig. Ne? Natürlich können sie einige Sachen besser machen, aber momentan sind schon Killer am Start. Aber das ist ja eher so ein Parcours, das ist ja kein Deathrun, oder? Vielleicht, Nee, also ich würde. Obwohl doch, es ist. Ich weiß auch nicht, wie viel Level das Ganze. Story-Game-mäßig rüber. Ja, so als. Ja, genau. Ja, warte mal, hier müssen wir gar nicht lang, oder? Doch. Nee, wir müssen hier durch. Ich bin woanders hingegangen. Okay. Moin. Ja. Moin, Meister! Aber hier kann man dann nicht wirklich sterben, Freunde. Das ist ja ultra easy. Ich hoffe halt, dass wir damit halt auch auf die Minuten kommen. Wenn nicht, dann hängen wir einfach was dran, Freunde. Ist ja auch kein Problem. Hm. Aber ich würde gerne so ein bisschen mehr Herausforderung haben. Ja, ne? So ein bisschen nur. Oha, das lasse ich dich machen. Irgendwas was muss ich machen? Hier. Interagieren. Was passiert? Oh. Was? Oh mein Gott, Freunde. Fortnite ist einfach wunderschön. Mann. Das Ding ist, ich mache seit 3 Jahren spiele ich Creative oder so und ich habe immer noch Bock drauf, ne? Ich sehe viele andere YouTuber, die halt YouTube machen, aber so gar nicht mehr Bock auf das Game haben. Sie sind aber gezwungen, es zu tun. Und wir spielen einfach Fortnite und haben immer noch Bock drauf, Freunde. Feier ich. Okay, muss man hier so... Darf man das nicht berühren? Lol. Oder? Oh, da war eine Zone, Digga. Hä, wie geil. Ich feier diese Deathruns. Aber davon gibt es halt keine, die wirklich lang gehen, Freunde.
Aber vielleicht hängen wir so einen ran. Da gibt es auf jeden Fall einen kurzen, den ich kenne, wo man halt nur durch dieses mit diesen Fliegen den Dörfern machen muss. Ist auch oh, echt Baby. Nice gemacht. Oh, Baby, Digga. Da sehe ich mich, Digga. Ich komm nicht runter! Ich warte auf dich, okay. André. Und du bist direkt auch an. Junge! Hey, ich hab mit Glück irgendwie nichts berührt. Junge, so einen Bankraub, Digga. Und dann runterhangen über so rote Lichter. Ja, übel wild. Das Ding ist, was müssen wir jetzt machen? Ah, hier unten in die Tür rein. Ich komm nicht durch. Ey, das ist übel geil mit diesen Fliegen, Freunde. Feier ich extrem. Okay, ich sag, wir müssen hier hoch. Hier gibt's Secret. Guck mal, Mirkan, ich habe ein Secret gefunden, glaube ich. Lüge. Okay, doch nicht. Habe ich ein Secret gefunden oder nicht? Ja, da nee, oben. Ich glaube nicht. Doch. Ist da eins? Nein. Junge, verarsch mich nicht so. Du machst gerade einen Ohnemann mit mir, Digga. Ich habe schon 8 Stunden Aufnahmesession hinter mir. Mein Gehirn ist einfach minus 12 gerade. Dafür kann ich doch gar nichts. Doch, ich kann gar nichts. Zeig das Secret. Guck lieber nach. Ich sagte, ich habe Secret gefunden. Guck. Hier rauf. Lass mich einfach, okay? Lass mich. Das heißt, die Secret Man. Secret. Okay. Okay, das ist. Das ist. Der Bagger of Doom. Hier hoch. Mann! Guck mal, wie Mirkan gewartet hat, damit er so. Oh, schafft er das? Nein. Ah, ich habe den Weg gefunden. Das ist falsch. Das wir müssen gar nicht, oder? Bei dem Bagger hoch. Ja, aber du hast jetzt. Ach, du so? Hast jetzt 4, 5 Münzen nicht eingesammelt. Sag, ich bin der mit 45 und du mit 43. Ich bin der mit 40. Okay, guck, sammel ein. Okay, sammel jetzt, guck jetzt. Ich bin das Safe. Ja, ja, du hast den Death Runner nicht. Ich hab irgendeinen vergessen, Digga. Aber welchen? Den auf the side of the other. Ja, beim Fliegen bestimmt, bei diesem komischen Fliegending. Okay, egal. Wir machen erstmal weiter, Freunde. Es ist eher so ein Adventure-Death-Run-Parcours. Richtig cool. Pandora. Auch. Es ist wild gebaut, auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht wird es auch noch warte, ein bisschen... Warte, Pandora, spielt da nicht auch Narnia? Nee, das ist Narnia. Das ist gut. Ja, jetzt nee, bringst du mich durcheinander. Avatar Dinge. Spielt da. Avatar spielt in Pandora. Avatar, Pandora? Die blauen Menschen. Ja, meine ich doch vorhin. Habe ich doch vorhin gesagt in der anderen... Nein? Doch. Sag, was ist das für ein Trick, was du da machst? Ich komme da nicht hoch. Lass mich in Ruhe, okay? Ich habe ja gesagt, Avatar, Pandora. Das, die entdecken ja auch eine neue Welt. Cool. Digga, ich krieg das nicht hin. Ey, bin ich zu doof oder bin ich zu blöd? Oh, ausgetrickst, wie du mich blocken wolltest. Bin ich zu doof oder einfach zu doof? Bin ich einfach zu blöd oder zu doof? Boah, das war knapp, Digga. Ich wäre fast runtergefallen. Okay, der Baum hat gerade rot geleuchtet. Das gefällt mir nicht. Aber ich glaube, das war einfach nur Bug. Ja, den hättest du fast vergessen, Digga. Na, ey, Mann, hier muss man ja lang. Ich dachte, man kann den so secret. Oh, ich bin da. Oh, ich auch. Okay. André, oben sind oder wir überhaupt schon einmal gestorben? Floor is Lava. Hä? Floor is Lava. Oh, hey! Wo bist du? Secret. Ich hol die anderen, ich hol die anderen. Ah, von dieser Wicke. Oh. Digga, du bist einfach zu doof oder zu doof? Warte mal, steigt das? Nee, das steigt nicht. Man darf da nur nicht drauf landen, okay? Ich würde es gerne ausprobieren. Irgendwie kitzelt das in meinen Fingern, dass ich es ausprobieren einfach, will. Digga. Einfach machen, weißt du? Okay, jetzt. Man stirbt. Hätten Menschen niemals ausprobiert, dann wären sie nicht da, wo sie sind. Ah. Ausprobiert, Maus probiert. Ja, wie bist du da hochgekommen? Hm? Ah, du bist da nicht hochgekommen. Secret, doch. Hier ist Secret, wirklich. Ich mach Klimmzüge. Wo willst du hin, Digga? Okay, jetzt guck. Action. Okay. Wo lang? Hä, oben geht auch lang. Boah, nee. Versuch mal. Hä? Wait. Doch, warte mal. Irgendwas ist falsch. Irgendein Weg ist falsch. Ich glaube, das ist nur so Aussichtsplattformen. Hier geht's gar nicht lang, oder? Safe ist hier ein Secret. Nimm Controller an die Hand. L1, L2. R1, R2. Oben, unten. Hoch, runter, links, rechts. Nee, hoch, runter, links, rechts. Das ist das Gleiche. Ja, ich hab nicht Alexa zu Hause und sie sagt mir, welchen Code man eingeben muss. Nein, das ist von GTA San Andreas Jetpack-Dings. Ja, den kannte ich auswendig. Ich hab früher immer so ein Papier, DIN A4-Blatt gehabt, wo alles draufsteht. Ich auch ausgedruckt. Ich bin down. Oh, das kennt ihr alles gar nicht mehr, Freunde. Das gibt es heutzutage nicht. Man hat alles im Internet. Ich hatte ein Buch, das heißt Mogelpower. Ja, es gab auch ein Mogelmodul, wo du Pokémon, das konntest du an dein Gameboy anschließen und dann konntest du da hacken so. Dann konntest du dir diese Pokémon holen, die es gar nicht gibt und du konntest in so eine verbackte Welt reingehen und so. Schummelmodul, genau, Schummelmodul. Einfach das, ich hab's weitergeführt. Wisst ihr, Schummelgang, Schummelmodul, so ein Ding. Nein, das Mogelmodul gesagt. Mogel Power. Ciao, Mirkan. Ich hab wieder einen vergessen. Egal. Nein!
Ach, Digga! Egal, da kann ich den anderen wiederholen. So, 76 habe ich. Bewegt er sich auch? Boah, übel geil, Freunde. Feier ich extrem. Davon kompletten Death Run und der muss so. Da muss man wirklich so 100 Level mitmachen, Freunde. Das wäre richtig wild. Also nicht komplett, aber so ein bisschen. So viel Interaktion mit Bewegen und so. Follow me. I don't follow you. Oh, Digga, schönes Foto. Holy shit. Wieso sieht das bei mir nicht so experimentell aus? Slide it in. Ja, weil du Sweat-Modus hast. Nein, immer noch nicht. Ich spiele seit meiner neuen CPU immer. Auf Ultra? Auf alles auf Ultra. Was geht weiter? Ich dachte, hier wäre vorbei. Junge, das schafft sogar auf 10 Minuten zu kommen. Digga, wild. Och, Digga, das ist so nicht. Ey, es gibt nur eine Möglichkeit, hier zu verrecken und ich hab's irgendwie hinbekommen, Freunde. Zwa! Okay. Jetzt machen wir hier so Nature Death Run. Aber das sieht echt wild aus, Freunde. Das hat da wunderschön gebaut. Da oben ist sogar ein Helikopter, wo sich bewegt und so. Nein. Nein. Oh, ich bin. Wir wurden geprankt, Digga. Wir wurden abgestecht. Weil. Genau. Jetzt und rüber. Zack! Junge, wusste ich, Digga. Es war nur Dings, damit wir auf 10 Minuten kommen, weißt du? Oh, Secret da oben. Da ist safe ein Secret, ich sag's dir. Geh nachgucken. Okay. Oh. Man muss so auf Dings. Kabelsalat. Salaten. Salat. Zack, mit 360 in das Ding rein. Wir machen jetzt auf Wiederholspur, auf Überholspur. Wo bist du? Mir ganz schlecht. Was? Okay, wo müssen wir hier runter? In den Container rein. Zack. Durch. Ey, ich mag den davon. Der ist übel satisfying, Freunde. Ich kann sagen, wenn nicht mit einer der coolsten. Ah, in der YT? YT, Digga. Wild, Digga. Richard, wenn nicht der coolste, der von dem ich hier gespielt habe. Alter, ist wunderschön. Also, macht echt wirklich Spaß. Also, es fühlt sich nicht an wie Fortnite so, weißt du? Es fühlt sich an wie so ein drittes Level in Mario. So, wo du noch Anfänger geschont bist. Ja, stimmt. Ja. Guck mal, ob das ist Kreativität. Nicht nur gerade ausbauen. Freunde, wie schön das auch aussieht hier mit den Pflanzen. So übel wild, Digga. Ja, du musst als sliden. Slide lieber nicht, Digga. Glaub mir. Mach mit Slide. Ah, hast du gesehen? Zu wild. Das ist dein Lieblings-Emote, kann das sein? Weil du machst ihn den ganzen Tag. Und ich kann nicht hören. Ich kann nicht hören. Was? Digga, wie viel Level hat das Ding? Übel wild. Oh, Container-Action. Guck mal, und der Typ legt alles auf Genuss des Spiels. Es ist nicht mal der Creator-Code oder sowas, weißt du? Ja, nicht so ganz halt Einblendung. Bling, bling, blong. So ein Guffel, Digga. Das ist einfach chillig. Skip? Okay, hier ist ein Skip. Man kann dementsprechend. Kann das vielleicht ein bisschen schwerer sein? Und es war todes einfach. Schade, ich dachte, wir werden ein bisschen herausgefunden. Digga, wer bist du, Len? Okay, ich warte ab hier. Ich spring hier noch rüber und dann warte ich. Okay! Mach so spannende Musik rein! Okay, wir sind in der Pandora-Kiste drin. Ich muss hier durch. Die Welt geht gleich unter, aber ich muss sie retten, weil ich muss so komische grüne Dinge aufsammeln, was ich immer noch nicht weiß, was das ist. Was soll das sein? So Capsules oder so? Ein bisschen aus wie so Kaffeebecher, aber so der Deckel so in zwei Richtungen, spiegelverkehrt mäßig. Okay, wildes Run. Ein Kaffeebecher? Junge, welcher Kaffeebecher ist denn leuchtend grün? Ja, dieser Coffee-to-go, weißt du? Nein. Guck mal, das sieht aus wie so ein Coffee-to-go-Becher, aber der Deckel ist so auch unten. So, du kannst beide Seiten aufmachen und trinken. Aber du musst die andere zulassen, weil sonst läuft es ja raus. Verstehst du es nicht, Milka? Doch. Ja, ne? Stell dir vor, du hast einen Becher, wo du von beiden Seiten trinken kannst. Warum? Leben durchgespielt einfach. Nein. Auch Flasche von beiden Seiten. Weil dann kannst du nie wieder verkehrt. Oh, Freunde, 5 Milliarden 500.000 Euro Idee. Eine Fernbedienung, die bei beiden Seiten gleich ist. Weil ich drehe immer aus Versehen rum und dann drücke ich irgendwas, was ich gar nicht drücken will. Fühlst du die Idee meckern? Nee. Dann drehe ich die einfach rum. Ja, aber dann sparst du Zeit, so ganze Sekunde einfach. Ja, wo soll er hin? Ich weiß nicht. Hä?
Hä? Okay. Ich glaube, ich hab's. Guffel! Ja, wir müssen hier rein. Aber wie kommen wir hier rein? Wo bist du? Hm? Ach so. Hi, was geht, Digga? Was ist da? Was fit oder was, Alter? Drück den Knopf, Junge. 20 Sekunden noch Zeit, Junge. Ich weiß, wohin. Angetastet. Ah, man hat nur genug Zeit, unendlich wenig Zeit. Hä? Zieh, 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 zieh. Rein, rein. Rein, Junge! Zieh! Okay, okay. Oh! Guck mal, easy money. Überall Dings. Überall diese Dings. Nein. Oh, ich hab mich noch gerettet. Überall Kaffeebecher. Okay. Ich schwöre, umgedrehte aber. Beidseitig. Doppelbecher. Beidseitig. Okay. So. Du hättest geskippt, hätte ich das jetzt nicht gemacht. Eine Lüge. Jetzt. Schade. Ich dachte, ich kann da oben drauf landen. Da war safe ein Secret, Digga. Helikopter! Helikopter! Odemann? Ja, Meckern, komm mal. Oha, Digga. Oh, mal das Schlimmere bleiben. Jetzt komme ich da nicht hin. Ich bin da. Moin, was geht? Komm, Meister. Junge, was ist das für eine wilde Map? Boah, mit Sliden. Schneiden. Schneiden. Kleiner Funfact, weil ich Linkshänder bin, kann ich nie Schere benutzen. Ne? Das sieht bei mir aus, als wäre ich zu doof dafür einfach. Bist du doof dafür einfach? Ja, bin ich auch. Okay, wir machen weiter. Ja, der Defron ist einfach schöner, Bruder, als alle anderen Defrons und geht nochmal 200 Level oder so. Arschen? Oha! Junge! What the fuck? Emotional damage! Das Ding ist, André hat schon so oft geclickbaitet, der schönste Defron, den ihr je gesehen habt. Deswegen wird es keine Klicks ziehen, aber richtig, es ist wirklich der aber schönste. Es ist wirklich der schönste, Digga. Digga, wir haben auch schon Fortnite 3 gespielt und so. Du ja, ich laut nicht. YouTube. Ich nicht. Ich habe schon Fortnite 4 reingeschrieben. Ich nicht. Junge, wie insane ist das? Übel cool. Vor allen Dingen nervt er nicht so. Man macht einfach weiter, so ein Brain AFK. AFK. Boah, hier jetzt so lang grinden mit Skateboard. Bin nie Skateboard gefahren, weil ich immer zu dick dafür war. Hab ich das Gefühl gehabt. Ey, das Ding bewegt sich! Okay, jetzt. Bin da, ich bin da, ich bin da. Ich muss es tun, ich bin ein Superheld. Nein, André, bist du doof? Ich bin ein Superheld! Oh! Muss mal lang, muss mal lang. Hier. Das Pferd wieder. Das Nein. Pferd doch wieder. Wo bin ich? Das Pferd wieder. Du bist ein Pferd. Ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? Ja. So rüber. Das geht nicht. Lost, André? Das geht nicht. I got it, girl. Go. Oh yeah, boy! Okay, ich bin am Start. Hier hoch. Hier hoch. Hat das auch? Nee. Doch, wir fahren. Oh nein. Ride is on the storm. Junge, okay. Was? Oh, Digga. Junge, was? Einfach Super Mario geworden. Easy, Junge. Da sind die Profis wieder am Start. Ich würde mich gerne auf die andere Seite glitschen, aber geht nicht. Hey, das fährt auch! Hey! Was willst du machen? Wir sind am Arsch. Er hat so gebaitet. Junge, also Breeder sind wirklich Super Mario-Aspekte, ne? Ja, übel gut. Zack! Okay, Freunde, wo irgendwie das Gefühl, sind wir hier? Ich weiß es, Breeder. Ich muss den mitnehmen. Fuck, ich weiß es nicht. Obwohl ich Digga, ich hab 5 weniger als du! Wie geht das? Du hast immer mehr als ich! Wie geht das? Wie geht das, Lin? Ja! Oh. Okay. Junge, dieser Death Run, wie würde André sagen? Ich springe erst und bewege mich dann. Ich denke dann. Wunderschön. Erst. He's wonderful. Like. All in one of Okay, können wir aufhören? Spaß. Junge! Mein Kopf? Okay. GG. Nein. Freunde, wunderschöner Defron. Irgendwas Krasses kommt noch. Ich sag dir so, wie es ist. Oh mein Gott, Gun Game. Green Rail. Oh, du kannst so nochmal spielen. Nein. Freunde, richtig geile Map, aber ich hab den Code irgendwie nicht. Okay, wenn ich es nicht verkesse, dann schreibe ich euch oben den Code rein oder hier jetzt so eingeblendet, so zwischen meinen Fingern einfach. Guck hier so. Spielt den auch. Freunde, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Checkt Milkan ab auf Twitch und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao!